Studium an der Technischen Universität Chemnitz beginnt für dich mit der feierlichen Immatrikulation. Hier werden alle StudienanfängerInnen vom Rektor und anderen Universitätsangehörigen begrüßt. Unmittelbar vor dem Semesterstart findet die Orientierungswoche statt. Hier bekommst du alle Infos, die für deinen Studienstart wichtig sind und kannst erste Kontakte zu deinen KommilitonInnen knüpfen. Studierende aus den älteren Semestern geben dir einen Einblick in den Ablauf deines Studiums, zeigen dir den Campus und helfen dir bei der Erstellung deines Stundenplans. Noch bevor es richtig losgeht, kannst du außerdem in Brückenkursen dein Abiturwissen auffrischen, dich für kostenlose Sportkurse einschreiben und dir schon einmal Gedanken darüber machen, ob du vielleicht sogar einen Teil deines Studiums im Ausland verbringen möchtest. Das International Office unterstützt dich bei allen Fragen zur Organisation eines Auslandsaufenthaltes. Ein Auslandssemester ist in vielerlei Hinsicht eine wirklich großartige Geschichte. Man sammelt natürlich eine ganze Menge persönlicher Erfahrungen. Es ist eine Horizonterweiterung in vielerlei Hinsicht. Man lernt neue internationale Leute kennen, knüpft viele Kontakte, hat natürlich auch immer Zeit, sein Gastland zu erkunden und zu entdecken neben dem Studium an der Gastuniversität. Und nicht zuletzt nimmt man natürlich auch viel fürs Studium mit, denn man ist mal für ein Semester in einem neuen, sagen wir mal, Lehrumfeld. Die Kurse sind vielleicht auch anders gestaltet und nicht zuletzt ist ja die Idee dabei auch immer, dass man sich die Auslandsleistungen dann für sein Studium hier an der TU auch anerkennen lassen kann und soll. Das ist ja Bestandteil dieser ganzen Angelegenheit und das definitiv auch nochmal ein großer Vorteil des Auslandssemesters. Wenn man den Gedanken gefasst hat, während des Studiums gern auch ins Ausland gehen zu wollen, dann ist meine Empfehlung, sich einfach direkt bei uns zu melden, beim IOZ, auf unserer Webseite schon mal nach den grundlegenden Infos zu schauen, gerne auch vorab. Und wir können dann immer gemeinsam mit den Studierenden schauen, welche Optionen bieten sich an, welche Partnerschaften hat der Fachbereich, wohin kann es gehen. Und ein wichtiger Punkt sind natürlich auch die Fremdsprachenkenntnisse. Daran kann man sich auch schon immer so ein bisschen orientieren, wenn man weiß, welche Sprachen spreche ich überhaupt oder werde ich während des Studiums noch erlernen. Das Zentrum für Fremdsprachen an der TU Chemnitz bietet eigentlich die Chance für die Studierenden, ganz einfach, kostenlos und studienbegleitend eine oder eben auch sogar mehrere Fremdsprachen zu erlernen. Wir haben 11 Fremdsprachen im Angebot. Das geht von Arabisch, Chinesisch über die Klassiker bis hin zu Polnisch oder Tschechisch, unsere Nachbarsprachen. Und es ist eben nicht nur das Erlernen der Fremdsprache, sondern auch das Ausprobieren, das mit der Fremdsprache zu agieren im Rahmen von Auslandssemester, Praktika, auf Reisen oder auch hier mit den vielen internationalen Studierenden vor Ort. Und diese Gelegenheit bietet sich so schnell nicht wieder. Was uns vielleicht auch noch auszeichnet, dass wir sehr, sehr kleine Gruppen, vor allen Dingen im Vergleich zu den großen Vorlesungen oder auch den Seminaren, die ja wirklich bis zu 30 Mann dann auch voll sind, hier hat man die Gelegenheit, auch wirklich seine Kommilitonen aus ganz anderen Fachrichtungen mal kennenzulernen, mit denen zu interagieren, eben auf dem Sprachlevel. Das ist, denke ich, eine ganz, ganz tolle Sache. Die TU Chemnitz besteht aus 4 Universitätsteilen, die alle gut mit Bus, Bahn oder dem Fahrrad erreichbar sind. Nutze auf jeden Fall die Möglichkeit, während der Orientierungswoche an Führungen teilzunehmen, um die verschiedenen Gebäude mit ihren Funktionen kennenzulernen. Ein Ort, an dem du aber in jedem Fall Zeit verbringen wirst, ist die Universitätsbibliothek. Diese Unibibliothek, denke ich, ist ein Ort, in den früher oder später jeder kommt oder jede kommt, die bei uns studiert, weil sie hier Informationen finden, in jeder Form, gedruckt, elektronisch. Aber sie finden eben auch ein wunderschönes Haus mit guten Arbeitsbedingungen. Also es gibt in dieser Bibliothek für jeden Charakter und für jeden Geschmack Räume. Wer also gemeinsam arbeiten will, wer sich in Gruppen treffen will, wer schwatzen will, wer lachen will, wer essen und trinken will, kann sich gern im Erdgeschoss in diesem Ostflügel aufhalten. Das ist also unser Lern- und Kommunikationsbereich und dort darf es wirklich laut zugehen. Wer es ein klein wenig leiser mag, kann sich gern in die Freihandbereiche setzen, also mitten zwischen die Bücher. Und wer es ganz leise mag, der kann den Lesesaal benutzen. Entweder diesen Lesesaal in dieser Grundform oder auf der Empore. Er kann aber auch gern eins unserer 20 Carrels mieten. Das sind kleine Arbeitskabinen, wo man wirklich ganz allein sitzt und überhaupt keine Störung hat und für einen Monat diesen Raum für sich allein nutzen kann, seine Unterlagen dort liegen lassen kann und im Prinzip neben dem häuslichen oder dem Internatsplatz auch noch einen Arbeitsplatz in der Bibliothek hat.
Deinen gesamten Studienalltag kannst du übrigens problemlos in der TUC-App organisieren. Ob Stundenplan, News oder Speiseplan der Mensa. Lade dir jetzt die App herunter oder klick dich im Web ins Studi-Portal, um organisiert in dein Studium an der TU Chemnitz zu starten.